Hey Leute, Andi hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Obscuritas. Einige von euch erinnern sich hundertprozentig noch an Pineview Drive, was ich letztes Jahr im wohl heißesten Sommer ever gemacht habe, wo man diese 30 Tage in dieser Villa überleben musste. Und das, was ihr gerade seht, ist das neue Projekt, das neue Game von Fizz Games, was sie in Kooperation mit Koch Media gemacht haben. Und zwar, wie gesagt, Obscuritas. Kommt, lasst mich jetzt nicht lügen, ich komme am Freitag raus, am 18. Und, André hat mir da so eine kleine Preview-Version gegeben. Gibt schon, glaube ich, sogar ein paar Videos auf YouTube. Ein paar YouTuber haben schon eine Vorabversion bekommen. Ich habe das Glück, auch eine abgestaubt zu haben. Und von daher gönnen wir uns jetzt einfach mal eine kleine Stunde Obscuritas. Und, für alle, die Pineview Drive gesehen haben, ein paar kleine Änderungen. Es spielt auch im Haus. Man wird auch, denke ich mal, sehr viele Parallelen zu Pineview Drive sehen. Aber es gibt einige Änderungen, die ich ganz interessant finde. Es gibt zum Beispiel einen Schwierigkeitsgrad und die Tatsache, dass sich dieser Gesundheitsbalken komplett verabschiedet hat. Und zwar sieht es mittlerweile so aus, dass man, ich sag mal, keine Lebensleiste hat, nur noch ein Leben und Wände gekriegt wirst, dann ist erstmal finito. Und ich finde das immer super interessant, weil One-Hit-KOs einfach die Spannung ein bisschen erhöhen. Das fand ich auch immer super, wenn man zum Beispiel 4 gespielt hat und wusste, dass Alma einfach dead to the touch ist, sage ich einfach mal. Also ihr packt sie an und das war's. Und von daher, ich bin mal gespannt, wie Obscuritas wirkt, beziehungsweise wie es wird. Und von daher wollen wir mal gar nicht lange reden. Boah, ist das laut. Da muss ich mal ganz kurz eine kleine Ecke kleiner machen. Und ich zocke das Ganze in einer 720er Auflösung, weil Fraps bei mir einfach die ganze Bude explodieren lässt, wenn ich es auf 1080 machen würde. Von daher, bla 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 Technikgelaber. Legen wir los. Liebe Sarah, du kannst dich sicher nicht mehr an mich erinnern. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du gerade deinen zweiten Geburtstag gefeiert. Das ist Sarah. Kurz danach kam es zu einem großen Streit in der Familie, nachdem dein Vater und ich nie wieder ein Wort miteinander gesprochen haben. Als ich vor einigen Monaten schwer krank wurde und kurz darauf erfahren habe, dass dein Vater verstorben ist, wurde mir erst bewusst, dass ich meine Fehler von damals nie wieder in Ordnung bringen kann. Wenn du diesen Brief bekommst, bedeutet dies, dass ich den Kampf gegen den Krebs verloren habe und auch dich nie wieder sehen werde. Ich kann nicht rückgängig machen, dass ich mein ganzes Leben nie für dich da gewesen bin. Aber ich möchte es ein Stück weit wieder gut machen, indem ich dich zur alleinigen Erbin meines gesamten Besitzes ernannt habe. Dazu gehört auch mein altes Landhaus. Den Schlüssel zum Anwesen habe ich diesem Schreiben beigelegt. Den Schlüssel zum Hauseingang findest du auf dem Grundstück, gut versteckt in einer alten Vase. Ich hoffe, dass ich dir damit ein wenig zeigen kann, dass ich trotz allem, was passiert ist, immer an die Familie gedacht habe. Ich wünsche dir ein schönes, langes Leben und dass du dich an dem alten Anwesen erfreust, was mir zu Lebzeiten auch sehr viel Freude bereitet hat. Dein Onkel Arthur. Wie sie fürs Lesen des Briefs einfach eine Stunde gebraucht hat. Ne, das ist so im Prinzip so das Intro von Obscuritas. Ich habe mal ganz kurz einfach reingeschaut, einfach weil ich wissen musste, wie ist das Ganze performancemäßig? Und es ist lustigerweise eindeutig Fraps verträglicher, als es Pineview Drive war, zumindest auf meinem System. Bruger zum Beispiel hat es auch gemacht und bei dem sieht man nochmal, wie lecker der Teil einfach aussieht. Irgendwie erinnert mich diese Fahrt hier durch die Gegend ein bisschen an die Zugfahrt in The Walking Dead von Telltale, wo man Clementine im Zug beibringt, wie man eine Runde schießt. Und die Stimme, die ihr gerade gesehen habt, Fun Fact nebenbei, ist die YouTuberin Shivas Tochter. Ich hab sonst keine Fun Facts, Freunde. Was wollt ihr von mir? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und ich finde das Intro, wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang eigentlich schon echt stimmig. Allgemein die Mucke ist ziemlich gut
Und es ist halt auch ein Spiel, wo man, denke ich mal, ähnlich wie in Pineview Drive einfach auch auf die Umgebungssounds achten muss. Das war in Pineview Drive eine ziemlich große Kiste und ich wage jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass sie für den Teil gesagt haben, nee, lass mal, brauchen wir nicht. Der Spielstand wurde gespeichert, Gott sei Dank. Willkommen im Spiel Obscuritas. In diesem Spiel bist du auf dich alleine gestellt. Also ich hab euch, Gott sei Dank, aber wieso habe ich einen Hausschlüssel? Im eingestellten Schwierigkeitsgrad bekommst du Hilfestellungen, wenn du gar nicht weiterkommst. Das ist der Hausschlüssel für das Tor. Ich bin ein Vollidiot. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen und die Maus, um dich umzusehen. Das hoffe ich mal, kriege ich hin. Mit der Umschalttaste kannst du sprinten. Schönes Teil auf jeden Fall. So, und in ganz alter Fizzgames-Manier gehen wir jetzt einfach schön zum Anwesen hin. Diesmal ist der Weg ein bisschen weiter, aber man muss ja auch zeigen, dass es quasi Pineview Drive 2 ist. Was es lustigerweise nicht sein soll. Pineview Drive 2 mag vielleicht kommen, aber das Spiel setzt sich so von dem, was ich gehört habe, denke ich mal, ein bisschen von Pineview Drive weg. Das Gefühl, jetzt ist es zu leise, ey. Okay, wir müssen auf Schlüsselhand gehen und es ist in einer Vase versteckt gewesen. Und hier ist so ungefähr der Punkt gewesen, wo ich in der Preview, also wo ich schon mal alles gecheckt habe, einfach aufgehört habe. Was raschelt hier die ganze Zeit? Ist hier irgendwas Böses? Es ist Böses im Busch! So, was ist denn hier in der Vase? Da die einfach mal gesagt haben, dass es in einer Vase versteckt ist, wage ich einfach mal zu bezweifeln, dass es hinter einer Vase ist. Sieht echt, echt cool aus, muss ich sagen. Diesmal ist das Areal auch nicht so weit. Ich weiß, man kommt später noch in andere Areale rein. Aber ich finde es ganz gut, dass es hier ein bisschen abgeschnitten ist, als es in Pineview Drive der Fall gewesen ist. Und oh mein Gott! Kunst! So, hier ist, für Fußfetischisten auf jeden Fall auch was dabei. Ziemlich cool. Wow! Man kann seinen eigenen Körper sehen. Also erstmal, nice die Stiefel. Kann man echt machen. Und ich bin ein riesiger Fan davon. Hör doch mal auf! Junge, ich will einfach nur ins Haus rein. Ich bin ein riesiger Fan davon, wenn man seinen eigenen Körper sieht, während man das Spiel spielt, weil das noch so ein bisschen mehr von diesem Eintauchen hat. Diese Immersion, wie ich sie gerne mal nenne. So, hier ist dezento gar nichts. Finde ich gut, dass der Typ, der sich die Statuen in Dings gekauft hat, sich in Pineview Drive gekauft hat, auch hier dem Arthur gesagt hat, hey, jo! Boah, Gott sei Dank, wie peinlich wäre das gewesen, wenn ich den Schlüssel jetzt nicht gefunden hätte. Gott sei Dank. Wir geben der Kleine nochmal kurz High Five. Ja. Ey, ist moderne Kunst. Der zweite Arm, der die Oberweite bedeckt, hatten wir einfach keine Ressourcen für. Das geht einfach nicht. Da müssen wir auch mal Budgetkürzungen machen, ne? Allein die Tatsache, dass ich One-Hit-KO bin, macht die Sache schon mal dezent nicht besser. Okay, springen können wir auch. Und ich weiß jetzt, warum ich in Sport immer eine 5 hatte. Zumindest Sarah hat in Sport immer eine 5, wenn sie nicht mal hier drauf springen kann. Arme Sarah. Ich frage mich, wann es so weit ist und ich wieder eine Nase kratzen muss. Und ich bin diesmal auch auf das Haus gespannt. Ich mag diesen Dunstnebel, der hier so im Raum ist. Ich glaube, das ist wieder ein Spiel, was man sich auch bestimmt gut mit Oculus Rift geben kann. Okay. Licht bringt gerade noch nicht so viel, deswegen lasse ich es einfach mal... Aua! Tür im Gesicht. Einfach mal aus. Ist das eine Frisur oder hast du einfach nur einen Tumor hinten am... Ich glaube, das soll eine Frisur sein. Okay, alles klar. Dann wollen wir doch mal erkunden
Und ich wage jetzt einfach mal die Vermutung, dass es ein bisschen wie ein Pineview Drive sein wird, dass das Licht irgendwann einfach, nee, ist jetzt achter Tag, nee, ist nichts. Aber ich glaube, diesmal geht das gar nicht in Tagen. Ist das ein Dokument? Oh. Es gibt sicher viele Dinge, die ich auf meinen vielen Reisen gelernt habe. Eines davon war die Tatsache, dass es immer noch viele Dinge gibt, die die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann. Es gibt sogar Dinge, die sich nur im Licht einer Flamme zu erkennen geben. Hinweis! Und wie ich gerade einfach nur unglaublich amazing Nase geputzt habe. Aber Licht einer Flamme, du bist ja dezent keine Flamme. Wir wollen ja jetzt dir nicht mehr zuschreiben, als du bist. Aber behalt mir das mal im Hinterkopf. Finde den passenden Schlüssel. Ich wage jetzt einfach mal die Vermutung in den Raum zu stellen, dass dieser Raum nicht der einzige ist. Denn ich finde hier jetzt gerade nichts. Von daher machen wir mal eine Fliege. Okay, du bist so. Du bist auf. Die Oma ist wieder da. Leck mich fett. Oh nein, Batterien, warum? Junge, lass mich hier doch aufheben. Ey, da liegen 4 Top A oder D. Keine Ahnung. 4 A-Batterien oder D, was weiß ich. Die richtig gut ist, aber die Oma ist wieder da. Ich fühle mich jetzt schon wieder überheimisch. Richtig cool. Ich komme schon seit Tagen nicht mit meiner Arbeit weiter. Vielleicht würde mir ein Perspektivwechsel mal wieder helfen. Ist dieser Perspektivwechsel auch ein Hinweis? Oder lese ich gerade mehr rein, als da ist? Auf jeden Fall ist da wieder die gewohnte Taschenlampe und die gewohnte Omi. Eine Mausefalle. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich reinlaufe, irgendwas passiert, aber ich bin einfach viel zu neugierig. Aua, wo ist der Käse überhaupt hin? Ich will nicht wissen, wenn das hier abgeschlossen ist, wie lange der Käse da schon gehangen hat. Okay. Stell dich mal vor, die Mäusefalle hätte mich umgebracht. Das wird dezent unepisch gekommen. Ich fühle mich gerade ein ganz kleines bisschen wie ein Vollidiot. So nach dem Motto, ah, guck mal, eine Mäusefalle, deaktivieren. Ah, guck mal, da läuft eine Maus. Da hätte ich mit der Mäusefalle ein kleines bisschen irgendwann machen können, vielleicht. Obwohl, nee, wir machen das einfach. Ah, das ist mit Flammen gemeint. Das heißt, wir müssen eine Kerze, denke ich mal, anzünden. Ja, damit, ich will alles haben, was ihr hier rumliegen habt. Gut, dass sie infinite sind anscheinend. Aber wir sind einfach mal ganz, ganz lieb zu Tieren und haben einfach mal... Oh mein Gott, ein Quietschhähnchen. Süß. Und haben einfach mal die Ratte verschont. Okay. Ich wage einfach mal zu bezweifeln, dass das irgendwas Großartiges gebracht hat. Man kommt aber in viele Räume am Anfang rein. Das finde ich ziemlich cool. Da ist schon wieder eine Mäusefalle. Diesmal werde ich erstens nicht reinlaufen und zweitens abwarten. Boah, ich bin kein Freund von Häuserknarren. Vielleicht liegt es daran, weil mein Haus sowieso schon am Knarren ist, wie sonst was. Wenn ich jetzt durch Zufall in die Mäusefalle reinlaufe, dürft ihr mich alle mal ein bisschen auslachen. Aber ich habe so, Freunde, ein ganz kleines bisschen die Befürchtung, dass hier, Schatten des eigenen Charakters, dafür gibt es auch wieder einen kleinen Bonus-Sticker ins Heftchen. Hat alles was mit Immersion zu tun, ganz ehrlich. So, hier ist gerade mal nur noch eine Rattenfalle drin, die ich mal dezent in Ruhe lasse. Ich wollte gerade sagen, wird denn bitte die Kerze ausgemacht? Und ich möchte einfach mal wissen, ob der Stash da hinten unendlich ist. Und was es mit der Wahrheit im Schein der Kerze zu tun hat. Lasst mich raten. Da oben komme ich noch nicht rein. Absehbar. Okay, finde den passenden Schlüssel und wenn ich ihn im Laufe, also wenn ihr jetzt vorspult und ich nach 90 Minuten immer noch hier hänge, wisst ihr, ich habe ihn nicht gefunden.
Ist aber schon spät. Also es ist wirklich so, dass Schwierigkeitsgrad abhängig ist, auch ist, wann man einen Hinweis kriegt. Von daher bin ich ganz froh, dass ich, glaube ich, normal genommen hatte. Wir haben ja auf jeden Fall Streichhölzer. Und die haben gesagt, Freunde, gucke mal. Ne? Wahrheit in der Flamme. Also suche ich jetzt eigentlich nur Kerzen. Zack. Zack, so. Das sind alles Kerzen. Die kann ich nicht anmachen. Du hast auch nicht mal Stromanschluss hier. Das geht ja mal gar nicht. Du warst zu. Genau. Genau. Du warst auf. Jawohl. Ich komme mir so ein bisschen verarscht vor. Nee, beim Wecker ist mal so dezent gar nichts. Die Batterien sagen, fick dich, ich will noch ein bisschen schlafen. Hier Öscher ansonsten nix. Licht klappt richtig gut. Kann ich hier irgendwie da oben was dran machen? Oder da sieht es aus wie so ein Hebel, den man runterdrückt und dann kommt irgendwo aus der Wand eine PS4 gefahren. Fände ich eigentlich ziemlich geil. Aber die Ratte ist doch hier hingelaufen. Also hat sie ja vielleicht was gemacht. Oder sie hat gar nichts gemacht. Oder wir müssen einfach mal die hier anzünden. Uno dos. Pflanze, was ist da los? Ich habe so das Gefühl, ich übersehe irgendwas. Schade, ich dachte, die Löwenköpfe kümmern sich da um was. Aber ihr, Freunde, wenn ihr was seht, schreit, ne? Ich meine, nicht, dass ich euch in irgendeiner Form hören könnte, aber man kann es ja mal versuchen. Ist eigentlich Tatsache, wirklich unendlich. Das ist dezent cool. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Weil dann wird dieser Raum mein absoluter Lieblingsraum. Hallo? Ich warte, ob das ein Vogel dagegen fliegt, aber dem ist noch nicht so. Von daher, ich lasse das Licht hier einfach mal an. Gott weiß, was es bringt. Ein Schlüssel, alles klar. Ich habe so das Gefühl, dass der gekommen ist, als wir die beiden Löwenköpfe da gemacht haben. Macht einfach am meisten Sinn. So, wo passt der Schlüssel? Da mit Sicherheit nicht. Vielleicht sogar wirklich bei den Löwenköpfen hier. Verdammte Scheiße. Ernsthaft? Fistfire? Freunde. Der passt aber hier rein. Ja! Sehr gut. So, haben wir hier irgendwas Spannendes? Hallo Uhr. Oh, was zu lesen. Hallo Sarah. Wie ich sehe, hast du den Schlüssel zum Haus gefunden. Yes! Um es dir aber nicht zu einfach zu machen, habe ich dir noch eine Reihe von Rätseln hinterlassen. Mit diesen Rätseln sollst du mir ein letztes Mal beweisen, dass du meines Erbes auch würdig bist. Ich hoffe, dass du auch diese letzten Hürden meistern wirst. Schau dich dazu immer in den einzelnen Teilen des Hauses genau um. Wenn du genau hinschaust, wirst du sicher herausfinden, was du machen musst, um den nächsten Teil des Hauses zu erreichen. Ich wünsche dir viel Glück. Das war ein indirekt verpackter Idiotenhinweis für alle Spielerfreunde. Ihr sollt auch mal gucken! Nicht laufen und labern, gucken! Aber, und das ist die Frage, ob sie des Erbes würdig ist, ist ja im Prinzip egal. Sie hat's ja schon. Sieht so unser Onkel aus. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel und da können wir ja dezent mal ein bisschen weitergehen mit. Ich muss übrigens sagen, diese ganze, geht doch mal aus, diese ganze Sache in einem Brief verschicken, was die ganze Zeit schon da? Dieser Schlüssel in einem normalen Briefumschlag verschicken ist eine ziemliche tricky Sache. Ich habe mal versucht, beziehungsweise Lisa hatte mal versucht, mir einen USB-Stick via Post zu schicken. Und der Umschlag kam auch an. Aber auf der Seite aufgerissen, mit einem Paketband und der Stick war nicht mehr drin. Was irgendwie alles verkackt, warum wir das überhaupt gemacht haben. Und im Endeffekt ist es so, dass bei der Post halt eben diese Postdinger durch so Walzen gehen, sag ich einfach mal. Und da ist der Stick rausgequetscht worden. Waren nur 4 Gig, aber naja. So.
Hier in dem Raum muss ja, ich wollte gerade sagen, hier in dem Raum muss ja irgendwo was sein. Bitte? Okay, Numpad funktioniert. Ein dreistelliger Code. Ich nehme das jetzt einfach mal als allererstes Rätsel an. Was ist denn auf dem Bild zu sehen? Ist das ein Hinweis? Okay. Okay, wir brauchen eine Nummer, Freunde. Die Uhrzeit würde es hundertprozentig nicht sein, weil dann müsste sich der Code alle 20 Sekunden ändern. Ich würde aber gerne nochmal im anderen Raum nachschauen, weil irgendwo muss es ja stehen. Und ich denke nicht, dass das irgendwas Randomiges ist, wie zum Beispiel zähle die Anzahl der Kerzen auf der rechten Seite für Nummer 1. Und so, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr random. Und ich wage jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass das der Fall hier ist. Ansonsten gäbe es einen Hinweis darauf. Genauso könnte man ja auch sagen, yo, zähl alle Bilder, zähl alle Stühle, zähl alle Gott weiß was ich. Aber es muss ja irgendwo einen Hinweis geben. Das kann man ja nicht erwarten, dass man sich den Kram aus dem Hintern popelt. Wieso gehe ich gerade automatisch nach vorne? Was ist da los? Spiel, läuft bei dir. Ist auf jeden Fall entchillig, dass ich gerade quasi nichts mache. Richtig gut. Ich bin possessed bei einem Geist. Ich muss mal gerade ganz kurz raus in die Ladezone, Löwe. Das Spiel spielt sich quasi... Kannst du noch mal kurz ein Rätsel lösen, bitte? Das wäre ziemlich nice. Okay. Mit rausgehen ist nicht viel. Lasst mich mal ganz kurz laden, Freunde. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal gerade ganz kurz ein, zwei Minuten nachgespielt, bis wir wieder an derselben Stelle sind. Und beim Nachspielen kam mir eine Idee. Und zwar, erinnert euch noch daran, dass der Wecker losging, als wir in den Raum hier gegangen sind. Das ist auf der einen Seite, klar, vielleicht ein kleiner Jumpscare, aber vielleicht auch ein Hinweis auf die Kombination, denn es ist eine Drei-Zahlen-Kombination und 10:02, also vielleicht 10 und 2 wäre eine Möglichkeit, weil 10 nach 10 vierstellig ist und das ist eine Note zu viel. Hier war nicht die Tür, die ich suche. Geh mal weg, da Tür. Von daher wäre vielleicht 10:02 der Code dafür. Ansonsten, warum sollte man auf den Wecker aufmerksam machen? Von daher versuchen wir es mal. Das war extrem falsch, weil ich voll verklickt habe. 1, 0, 2. Okay. Das klang in meinem Kopf so gut. Hm. 10:09 ist es nicht. Ich meine, so langsam habe ich bald alle Uhrzahlen durch. 10:09 habe ich gerade schon wieder eingegeben. Ich bin ein Vogel. Okay, das ist es auf jeden Fall nicht. Aber das muss doch was mit dem Wecker zu tun haben. Oder ich verfahre mich da einfach, deswegen ziehe ich es jetzt gar nicht mal so in die Länge. Ich schaue mir den nochmal an. Boah, immer dieses Erhängeräusch, weil sich die Augen bewegen. Wahnsinn. So. Nun ja, es kann ja schlecht 10:25 sein. Ne? Weil wir haben ja nur so und so viele Zahlen. Wenn da jetzt was fehlen würde. Mann, ich dachte... 2:10 habe ich eingegeben, naja. Ich dachte, das wäre jetzt voll die krasse Rätsellösung und ich wäre jetzt der Überking. Schade. Verdammt. Haben wir hier irgendwas? Hallo? Hallo? Ich würde mich gerne an Streichhölzern aufstocken. Kein Wunder, dass er so ein Riesenanwesen sich kaufen konnte, wenn er einen nicht enden wollenden Vorrat an Streichhölzern hat. Die kann man auf jeden Fall vermarkten, auch wenn es bei Rewe die im 100er-Pack oder so für 20 Cent gibt. Da muss der einen wirklich nicht enden wollen, Vorrat anhaben. So, es können ja auch nicht die Anzahl der Löwenköpfe sein, Freunde. Das wären nämlich 2:04. Ich wage es jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ganz genau umsehen, okay? Okay, okay. Dann tun wir dies doch mal. Ich glaube nicht, dass es irgendwas mit Zählen zu tun hat. Bin ich ganz ehrlich, wir können uns mal die Anzahl der Löwenköpfe merken. Aber ich war... Was macht die Sichel da oben? Miraculix!
Freunde, das geht nix. Guck mal, ob über den anderen Türen irgendwas ist. Wäre ja auf jeden Fall mal in der Modus Operandi. Acht Löwenköpfe. Oder vielleicht ist in der Haupthalle was. Da haben wir uns noch gar nicht umgeschaut. Ist hier bei der Tür was? Absofrico, no zu lu. Oma, hilf doch mal! Warum funktioniert der Wecker nicht? Wecker! Du funktionierst nicht, du Lügner! Brauchst jetzt gar nicht nach Aufmerksamkeit gammeln. Das mache ich nicht mehr. Baby Jesus, hilf mir! Ist hier irgendwo ein Hinweis darauf, was die Safe-Kombination ist? Nein, 5 Uhr. Gleich kommt der Idiotenhinweis. Ich sehe das schon kommen. Im Kamin ist nichts. Du bist auch blöd. Vielleicht ist doch jetzt gerade was in der Haupthalle gespawnt. Ich weiß das doch nicht. Ist hier irgendwas über der Tür? Nee. Nicht dann. Ist vielleicht auf dem Globus ein Hinweis? Nein, der Globus ist einfach nur rund und dick. Die Uhr kann es auch nicht sein. Ich versuche jetzt einfach nochmal ein, zwei Kombinationen. Ich würde ja fast sagen, dass vielleicht in diesem Raum hier ein Hinweis sein könnte. Könnte, Fahrradröntel. Hier ist einfach mal dezent gar nichts. Hier ist nichts in der Textur versteckt. Es ist wirklich nicht... Nein. Schade. Es ist auch nicht 210. Und es ist auch nicht 008. Das war 002, ich Vogel. So, nein. Alles nada. Das fuckt mich so, dass ich jetzt im Kreis springe. Nee, aber hier ist jetzt... Ich gehe jetzt mal in die Haupthalle. Vielleicht ist da ein Hinweis. Da waren wir nämlich... noch gar nicht. Und solange das Licht hier hell ist, kann ich das hier auch noch ausnutzen. Hehe. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich wage jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass 17 trotzdem die richtige Antwort ist. Machen wir nochmal Licht an hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 017 die richtige Lösung sein soll. Aber, und das hatte lustigerweise André auch mal gesagt, dass Frauen in diesem Spiel oder allgemein in solchen Art von Spielen deutlich besser abschneiden. Oh, die, oh, Pieté, Pita, irgendwie so. Das Bild mal in Kunst gemacht. Vor, und wie lange ist das bei mir her, dass ich Kunst hatte? Vor ein paar Jahren, sagen wir einfach mal. Denn ich bin auf keinen Fall alt. Hilf mir mal, Mann! Ich komme mir so dämlich vor, ne? Ich wette, ihr Freunde sitzt dann schon da draußen und sagt, ah, Andi, komm, der Code ist 948 oder so. Und ich denke mir so, hä, what? Ich glaube, wenn das so weitergeht, enterbt der Onkel sie wieder. Da steht er vom Grab auf und sagt, Sarah, du bist so ein dummes Stück Kacke. Du kriegst das nicht mehr. Ich versuche jetzt mal 017. Boah, Freunde, ich bin desperate. Ich jetzt so eine Hausfrau bin, also ich bin eine Frau, ich bin im Haus, ich bin theoretisch eine Hausfrau. Machen wir doch aus der Episode einfach Desperate Housewife. Der Witz ist so unglaublich schlecht, dass ich mich dafür selber schlagen würde, wenn ich nicht gerade damit beschäftigt wäre, das Rätsel zu lösen. Oder mich vom Rätsel an der Nase rumführen zu lassen. Da ist eine 2 drauf. Mein Gott, ich nehme alles, was ich an Zahlen habe. Bubel? Okay, hier kann ich nichts drücken. Ich bin einfach nur froh genug, dass ich gerade mal auf was draufspringen konnte. Kann ich jetzt von hier aus irgendwo... Nee, so viel höher bin ich jetzt auch nicht. Schaut euch genau im Haus um. Ja, wenn ich was finden würde, Freunde. Eine halbe Flasche Wein. Der Junge muss lernen, aufzutrinken. Das Gefühl, ich bin in einer vollkommen falschen Ecke. Aber so. Richtig. Dachte, hier wäre irgendwas. Ich sehe schon Gespenster. Du bist ein Lügner, geh weg. Ich meine, es ist theoretisch 10 nach 10. Ich komme einfach auf diesen Wecker nicht klar, glaube ich.
Es ist 10 nach 10, aber das sind 4 Zahlen. Und es ist ja eine 2 und eine 10. Und ich kann die ja nicht irgendwie zusammenwurschteln, wie ich da Bock drauf habe. Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Jetzt zunächst brauche ich erstmal Ahnung, wo es weitergeht. Warum geht das Licht hier down aus? Ach ja, war gar kein Licht da. Hehe. Okay, Freunde, so langsam muss hier aber mal was kommen. Nein. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es die Anzahl der Löwenköpfe gewesen ist. Das wäre ein bisschen sehr random gewesen, vor allem auch ohne Hinweis. Aber es muss ja irgendwo, kann ich dich eigentlich aufnehmen und einfach mal ein paar Löwenköpfe abschneiden. Komm mal mit. Mit Streichhölzern kannst du Kerzen anzünden. Geil wäre es, wenn die Lösung irgendwo an einem Zettel draußen kleben würde und ich die einfach mal permanent nicht übersehen habe. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt gerade davor sitzt und einfach sagt, boah Andi, ey. Hypest Gameplay on YouTube! Aber wenn ich es in 2 Minuten nicht finde, werde ich vermutlich einen kleinen Cut machen und einfach mal wiederkommen, wenn ich was gefunden habe. Denn ich möchte jetzt hier auch ungerne 5 Stunden nach diesem blöden Schlüssel suchen. Beziehungsweise nach dem Code ist es ja eher. Die Zeit vergeht, ohne Scheiß, ich verhungere noch in diesem Teil hier. Ich gehe noch einmal ganz gemütlich rum, werde noch mal ein paar Codes mir überlegen, wie 007 und so. Wenn der Code 007 ist, erschlage ich irgendjemanden. Ist hier draußen gerade was bewegt oder ich bin einfach nur behindert gerade? Es kann auch nicht die Anzahl der Kerzen sein. Komm, jetzt denke ich mir irgendeinen Kack aus. Psychology von Liper W oder so. Ich wage jetzt einfach mal die Vermutung aufzustellen, dass ich vielleicht nicht der Einzige bin, der für das Rätsel ein bisschen gebraucht hat. Kann ich hier drauf? Ich hoffe es zumindest einfach mal. Vase, hilf mir doch mal. Jo, könnte ein langes Projekt werden, Freunde, wenn ich beim ersten Rätsel schon übelst am Verkacken bin. So. Schade, 07 ist nicht gewesen. Ich nehme jetzt einfach mal 538. Das wird so ein ganz kleines bisschen nichts bringen. Ich würde ja sagen, ey Freunde, komm, ich guck mal kurz in Lösungen nach, aber das Spiel kommt übermorgen raus. Beziehungsweise morgen, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, vermutlich. Und ich dachte gerade, dass sie hier am Boden stehen. Hab mich schon gefreut. Boah, ich dachte gerade, das wäre jetzt die Rätselslösung hier. Ich hätte es richtig abgesahnt. Vielleicht kann man es nur erkennen, wenn nur die Kerzen an sind. Okay, hier ist dezent nur so ein Wibbly-Wobbly, aber dann machen wir doch einfach mal das, denn der Idiotenhinweis rettet uns ein wenig den Tag. So, können wir mal gucken hier. Okay. Das ist keine Zahl, das ist auch keine Zahl, das ist auch dezent keine Zahl. Hier, das ist auch keine Zahl. Hier sind nicht mal Kerzen. Ich wünschte, hier wäre zumindest Licht, aber hier ist Licht. Aber die Stimme sagte ja, mach mal Licht aus, Kerzen an. Von daher werden wir mal genau diesen Schritt unternehmen. Und Gott sei Dank gibt es Idiotenhinweise für Leute wie mich. Nein. Hier ist es hundertprozentig nicht. Vor allem, weil die Tür jetzt zu ist. Gott bewahre, aber ein Glück muss ich jetzt keinen Cut machen, ey. Boah, das wäre wieder bestimmt 2 Cent in der Post-Production, ey. Wecker, du und ich, wir sind auf Kriegsfuß. Du bist ein Lügner und ein ganz gemeiner Blöder. So, geh mal aus hier. Hast du alle Kerzen gegessen? Hier ist auch keine drin. Aber irgendwo finde ich euch, Freunde. Irgendwo. Ich meine, kann ja noch die Tür hier sein.
Ich habe das Gefühl, dass ich echt eine geistige Behinderung habe. Ab wie viel Prozent kriegt man Rabatt? Nee, aber jetzt mal, hier ist dezent gar nichts. Ich meine, es macht Sinn, vermutlich, dass, es muss doch irgendwo sein. Es macht ja Sinn, dass eine ganz bestimmte Kerze einen ganz bestimmten... Komm mal auf dein Leben, Klarkerze! Einen ganz bestimmten Schatten wirft. Manche werfen lustigerweise einen anderen Schatten als andere Kerzen, was ich relativ interessant finde eigentlich. Darf dir keinem erzählen, ey. Trotz Idiotenhinweis. Absolut keine Regung in meinem Oberstübchen. Von daher werde ich euch jetzt mal ein ganz kleines bisschen aus meinem Privatleben erzählen. Nein, was steht hier drauf? Fraternitas. Was steht hier drauf? Du bist ein Vollidiot. Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Vielleicht kann man es nur erkennen, wenn man... Kannst du nicht einfach sagen, 483. Ich gehe jetzt hier nicht wieder rein. Der Wecker geht mir auf den... Nee, der Spruch ist zu blöd. Ich meine, es gibt ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Räume, wo Kerzen drinne sind. Ich weigere mich, dieses 1-Stunden-Video damit zu beenden, dass ich zu dumm bin, das Rätsel zu lösen. For fuck's sake. Von daher lasst mich euch mit einer Minute aus meinem Privatleben langweilen und danach mache ich vermutlich einen Cut, wenn ich es herausgefunden habe. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas ultra übersehen habe. Und das muss ich auch, glaube ich. Denn ansonsten käme ich ja... Es sind bestimmt die Kerzen in der Haupthalle. Aber ich glaube nicht, dass der Code 444 ist, oder? Hier sind 4 zu sehen. Hier sind 4 zu sehen. Hier sind 4 zu sehen. Die ganze Gefühl, dass da draußen sich irgendwas bewegt. Sieht man denn vielleicht von hier oben was? Okay, ihr spielt so. Okay, so können wir gerne spielen. Wenn das eure Art ist, dann spielen wir gerne unfair. Machen wir das doch einfach mal. Okay. Boah, Leute, manchmal glaube ich echt, dass ich ein Zivi gebrochen könnte bei meinen Videos. Der Grund, warum ihr gerade ganz kurz einen blanken Screen seht, ist, und das werde ich, glaube ich, gleich, wenn es weitergeht, auch nochmal ganz kurz sagen, dass 4 bei mir auf dem Numpad die Taste ist für Aufnahme starten und stoppen. Was ich einfach nicht bedacht habe. So, im Prinzip habe ich dadurch einen ganz, ganz kleinen Teil nicht aufgenommen, aber ihr habt nicht viel verpasst. Deswegen sage ich euch gerade ganz kurz, was ihr verpasst habt, was aber im Prinzip nicht viel ist. Also, wir haben den Safe aufgemacht, da lag ein Schlüssel, wir sind in der Haupthalle die Treppe hochgegangen und sind durch die riesige Doppeltür, haben den neuen Bereich betreten, wo wir im Prinzip nicht viel gemacht haben. Also wir sind rein, haben uns ein, zwei Räume angeschaut, da saß diese Kackpuppe hier und hat sich einfach die ganze Zeit nicht bewegt und im Endeffekt, es fehlen ohne Scheiß 3, 4, 5 Minuten. Ist wirklich nicht viel. Es ärgert mich trotzdem zu Tode. Es ist wirklich absolut nichts passiert. Die Puppe hat sich auch die ganze Zeit einfach nur hingesetzt, einfach nur gechillt, geguckt und im Prinzip, in einem Raum lag ein Schlüssel, wir sind in Raum 2, da lag ein Schlüssel und mehr ist absolut nicht passiert, außer dass ich 2 dumme Witze über die Julius Caesar Figur gemacht habe. Und dann ist mir aufgefallen, shit, die Fraps da unten rechts ist gar nicht mehr rot, das ist dezent blöd. Kam dann erstmal nicht drauf klar und von daher, jetzt wo es weitergeht, ist einfach, wir sind wie gesagt durch 2 Räume gelaufen, haben 2 Schlüssel aufgesammelt und im Endeffekt, habt ihr nicht verpasst? Wenn ihr sehen wollt, was ihr verpasst habt, könnt ihr das Spiel kaufen. Oh, Schleichwerbung irgendwie noch mit reingebracht, sehr gut, dafür gibt's wieder Sternchen in meinem Heftchen. Aber bevor ich euch jetzt ein Ohr abquatsche, geht's weiter mit der Stelle, wo ich es gepeilt habe. Von daher, sorry, glaubt mir, das wird nicht mehr vorkommen. Aber ich war in diesem Moment einfach so mit dem Gehirn woanders. Von daher, tut mir leid, ohne Show auf zu labern und es geht weiter.
Boah, das wird eine Schnibbelarbeit, ohne Scheiß. Denn mir ist gerade jetzt erst etwas eingefallen. Das werdet ihr vermutlich später vielleicht sehen. Aber bei mir ist Aufnahme stoppen auf dem NumPad die 4, beziehungsweise Aufnahme starten bei Fraps. Und das habe ich einfach mal dezent absolut nicht überlegt, als ich angefangen habe, diese Episode hochzuladen. Von daher, wenn irgendwo, weiß Gott, Stellen rausgeschnitten sind, bitte erschlagt mich nicht. Das sieht richtig rot hier aus gerade. Bitte erschlagt mich nicht. Das war auf jeden Fall keine Absicht. Aber ich glaube, dass ich so weitestgehend alles drin habe. Vielleicht habe ich irgendwo schon einen kleinen Disclaimer reingeklatscht, was das Ganze angeht. Aber mir ist es lustigerweise gerade erst aufgefallen, als ich so ganz kurz nach rechts guckte und dachte, warum ist meine Aufnahme weg? Und mir aufgefallen ist, Moment mal, du hast vorhin... Okay, alles klar. Du hast vorhin die 4 gedrückt und ich dachte mir so, shit. Von daher, ich habe leider keinerlei Ahnung, was das jetzt für ein Ausmaß annimmt, aber ich nehme jetzt einfach mal kurz zu Ende auf und schaue mal dann im Endeffekt später, was abgeht. Aber ich dachte mir gerade so, boah. Der Bär hat sich bewegt. Finde ich jetzt persönlich nicht so freundlich von dem. Bär, hör doch mal auf da. Hör doch mal auf. Sei doch nicht so blöd. Warum bewegst du dich denn? Darf ich die haben? Bitte. Okay, dann nehme ich jetzt einfach mal die Vase und erschlag damit die Kleine hier. Kleines, ich habe so eine Vase hier für dich. Kann ich dir nicht einfach damit eine über die Rübe ziehen und wir können hier alle in Frieden leben? Wäre das nicht irgendwie cool? Ich meine für dich nicht, du hättest eine Vase im Gesicht, aber für mich auf jeden Fall. Hä? Hat jetzt... Ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Aber vielleicht ja irgendwas. Okay. Ich glaube, wir müssen das so arrangieren, wie es in diesem Bild gewesen ist. Oh, aber das Bild war hinten am Arsch der Heide, oder nicht? Ich meine, es macht auf jeden Fall Sinn, dass man das so machen muss. Da kam ich, glaube ich, her. Wo war denn dieses blöde Bild? Boah, beweg dich ohne Scheiß, ey, und ich massakriere dich. Wo war denn dieses blöde Bild? Hier war es nicht. Der Bär ist nur wieder gerade mal Rave Dance Party am machen. War das Bild hier? Nee, aber gut, dass das durch Zufall einfach mal passiert ist gerade. Dass das ein Ding ist, was jetzt gerade hier so am Abgehen ist, ja, bin ich dezent froh drüber. Ich könnte meine Taschenlampe mal ausmachen. Geh doch mal da. Geh doch mal da weg. So, hier ist das Bild. Rechts ist die große Vase, links ist die kleine und da ist noch eine kleine Spieldose. So, die Spieldose werden wir gleich finden. Wir werden aber jetzt erstmal den Rest zusammen putzeln. Das heißt, du stehst richtig, du kommst hier hin und wir brauchen noch eine ganz, ganz kleine Spielvasenuhr-Dingensbummens. Die wird ja wohl auch hier irgendwo rumdödeln. Gucken wir nochmal hier. Vielleicht ist sie ja hier ganz in der Nähe. Okay, hier. Dann muss sie irgendwo hier hinten sein. Hi! Hör mal, ich will nur deine Spieldose kurz klauen. Ich weiß, du hängst da dran, blablabliblub, aber gib doch einfach mal her. Komm, wir wissen beide, du willst sie nicht mehr. Ansonsten hättest du sie in der Hand. Von daher, ich kann da viel mehr was mit anfangen. Da ist die Spieldose, komm her. Spieldose! So, du bleibst schön da, wo du bist. Finde ich gut. Bist ein braves Mädchen, kriegst einen Keks. Und war das hier? Jawohl. Und wir stellen die Spieldose zurück. Hier ist gerade irgendwas passiert. Aber was?
Ich kann die Sachen noch nicht mehr drücken. Hör mal, was ist denn jetzt hier? Vielleicht ist es auch gar nicht in dem Raum passiert. Gott weiß, was abgeht. Aber wir haben auf jeden Fall das Bild nachgestellt. Ziemlich cooles Rätsel, ich mag sowas. Vielleicht ist ja irgendwo anders was passiert. Nein, du sitzt immer noch da. Finde ich gut, auf jeden Fall. Freue ich mich. Ah, geil. Wunderbar. Das ist dezent gut. Ich habe nur ein Key-Item. Ist nichts Wichtiges passiert. Ich bin einmal weg. Tschüss. Tschüss. Yes! Zweites Level geschafft. Wir können uns zumindest schon mal das dritte Level anschauen. Und ich bete, es ist nicht so viel verloren gegangen. Ah! Also, wenn das erste Video ist, was ihr auf meinem Kanal seht, hi, das passiert normalerweise nicht oft. Von daher läuft, ich hoffe, es sind noch ein paar Sekunden. Dann, das werdet ihr merken, wenn ich einen ganz, ganz kurzen Cut gemacht habe. Aber ich meine, ich müsste das meiste drauf haben. Also von daher beruhige ich mich einfach mal selber, indem ich sage, ich habe das meiste drauf. Okay. Du bist ein wunderschöner Pegasus. Okay, und dein Kopf ist wunderschön jetzt nicht mehr da. Okay. Nachdem wir jetzt einfach mal schnell ein Pferd geköpft haben. Boah, schon wieder so eine Fake-Lampe. Batterien, Batterien. Nehme ich gerne, Bilder. Ich bin gerade überlegen, ob das eine nicht von Pymy Drive ist. Nein. Hilfe! Diese blöde Mäusefalle, ey. Liegt hier hinter noch was Cooles? Bist du verschlossen? Okay. Ein paar Weinflaschen. Ich meine, dass der Gute einen guten Geschmack für Wein hat. Okay. Ein Schlüssel, vielen Dank. Den nehme ich immer gerne. Hier ist noch eine Tüte Milch. Und Hundefutter, was ich glaube, ich meinem Hund nicht mehr geben würde. Streichhölzer, brauchen wir nicht. Haben wir schon 3000 von. Also, ich fände es mal dezent geil, wenn der Onkel mal seine Stromrechnung bezahlen würde. Ein Terrarium mit einer Schlange. Du brichst doch gleich nicht aus und bist One-Hit-Kill für uns, oder? Ich hasse Spinnen. Boah, da bist du dezent nicht die Einzige. Ich meine, so eine kleine Hausspinne, da kann ich ja noch halbwegs mit leben. Auch wenn ich es nicht unbedingt haben muss. Aber, ich sehe schon kommen, dass es gleich klirrt. Und, dass wir nochmal hier durch müssen. Okay. Süß, Fische. Ja, und wir müssen den Pferdekopf hundertprozentig drüben einsetzen. Hundertprozentig. 110%. So, ich wette, dass drüben irgendwas passiert ist. Außer, dass das Scheißglas gebrochen ist. Oh, wie unerwartet! Juhu! Wo sind diese Drecksviecher? Krieg ja schön einen Kotzreiz. Hey, wir sind Spinnen. Wir sind zwar die Größe von einem fucking Zweibaugebäude, aber nö, läuft bei uns. Wir krabbeln einfach mal so durch die Gegend durch. Das ist für uns ganz normal. Schau mal die Kacke hier an, ey. Ich sehe mich gleich, dass sich irgendeine Spinne uns jumpscared, ey. Ja, wie wär's, wenn du dich mal dezent dann, mal selber annalieren würdest? Mach mal auf hier. Oh, noch mehr Batterien, finde ich super. Boah, ich hab so viele Batterien, ey. Ich kann Batterieshop aufmachen. Du scheinst nicht so zufrieden zu sein. Kann ich durchaus verstehen.
Okay, müssen wir noch mehr Köpfe miteinander kombinieren? Nun gut, was bist du denn hier? Das muss doch wieder irgendwo stehen. Ich meine, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Kombinationsmöglichkeiten hierfür. Wo war der Kollege? Hier. Das sieht irgendwie scheiße aus. Wie wär's denn, wenn ich dich tausche? Meine Taschenlampe brennt runter. Wenn ich dich tausche mit dir hier. Ihr seid aber irgendwie alle geflügelt. Das sieht irgendwie scheiße aus. Aber vielleicht liege ich ja richtig. Wenn nicht, werden wir es spätestens jetzt erfahren. Okay, er ist anscheinend auch displeased mit meiner Antwort. Was könnte wohin kommen? Ich denke mal, ich werde jetzt noch ungefähr 2 Minuten hier mal so rumlaufen und danach erstmal ein ganz, ganz kleines, kurzes Fazit ziehen. Hier ist aber auch, glaube ich, nirgendwo etwas, wo man sich geben kann, wie die Reihenfolge ist. Aber dadurch, dass es jetzt nicht so viele sind, dauert es auch, ich sag jetzt einfach mal, etwas weniger lange, da zur Not was auszuprobieren. Was ich dann vielleicht für den nächsten Part machen würde, würde sich halt durchaus anbieten. Aber ich habe jetzt einfach mal so, gibt es denn hier irgendwo irgendwas anderes, was einem das verrät? Ne, ich nehme nichts nicht an. Ich denke mal, es wird allgemein an den Viechern selber liegen, dass das eine halt aussieht wie ein Hippogreif mit Flügeln, das andere aussieht wie ein Pferd mit Flügeln und das sieht aus wie, ich sag jetzt einfach mal, ein Puma mit Flügeln. So, das macht schon mal dezent Sinn. Was ist denn, wenn ich den Hippogreif jetzt... Ist das überhaupt ein Hippogreif dann? Aha! Ich Fuchs! Dann kriegen wir das doch noch hin, auf jeden Fall. Irgendwo hier, 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 Freunde, hier. Okay, will ich hier hoch? Will ich hier hoch? Will ich hier hoch? Okay. Das war die Spinne. Und nächster Bereich. Wuhu! 3 Bereiche geschafft. Ich bin jetzt fast ein ganz, ganz bisschen stolz auf mich, nachdem ich nach dem Schlüsselsuchen ungefähr eine halbe Stunde gebraucht habe. Sollte ich, lustigerweise, das nicht aufgenommen haben mit dem Schlüssel, werde ich es vermutlich dezent reinschreiben. Aber ich lasse es jetzt erstmal, zumal das Game noch nicht rausgekommen ist zu dem Zeitpunkt. Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht, wird der 17. sein. Also morgen kommt das Spiel raus auf, lass mich jetzt nicht lügen, Amazon und Steam. Ich glaube für 19,99 €, weiß es aber gerade nicht. Das Spiel hat lustigerweise eine Länge von 12 bis 15 Stunden. Also Leute, die die Atmo ziemlich geil finden, sollten da auf jeden Fall zuschlagen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wie es weitergeht. Und von den Rätseln, ja gut, das mit der Nummer war jetzt ein bisschen kryptisch. Aber ein Glück sind in dem Spiel halt die Hinweise eingebaut, dass auch so Idioten wie ich das halt verstehen. Und jetzt zum Beispiel dieses Verrückrätsel oder so, da kann man drauf kommen. Und ich bin gespannt, wann die hier die großen Geschütze auffahren, weil mir wurde schon im Vorfeld gesagt, dass Leute hier wirklich aus dem Stuhl gefallen sind. Und Pineview Drive hatte da auch 1-2 richtig schöne Jumpscares, beziehungsweise allgemein eine ziemlich geile Atmosphäre und gute Scares. Von daher bin ich mal gespannt. Ich mag auf jeden Fall, dass es linearer ist, sage ich einfach mal. Gut, Pineview Drive war auch linear, aber hier mag ich einfach, dass man zügiger vorankommt. In Pineview Drive hattest du manchmal eben so diese Momente, wo du 5 Minuten halt, ich sag jetzt einfach mal, dich im Haus einfach umsiehst, ein bisschen die Atmo aufsaugst und dann ging es erst weiter. Aber hier ist es einfach ein bisschen zielgerichteter, sage ich mal. Man kann den Horror besser aufbauen, meiner Meinung nach. Ich verschwende gerade komplett die Taschenlampe. Schon mal gut auf jeden Fall. Da merkt man, dass ich Profi bin.
Und ich bin mal gespannt auf jeden Fall, was es hiermit noch auf sich hat und wie es weitergeht. Ich denke mal, ich werde, wenn ich von Wushi wiederkomme, so gegen Ende der Woche nochmal eine Folge aufnehmen. Auf jeden Fall, weil ich wahnsinnig Bock drauf habe. Ich werde jetzt ins Rendern gehen und Gott, ich bete, dass es halbwegs geklappt hat, aber das werdet ihr sehen. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Nochmal danke an André und Fist Games für das Spiel und so. Und von daher, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr auf den Kram auch so Bock habt wie ich. Und von daher verabschiede ich mich einfach mal hier mit Igor, unserem kleinen Kollegen, und sage bis zum nächsten Mal und Schnee! Igor, Mann, hör mal auf damit! Oh, der freut sich auch schon. Also von daher, ciao!